liebe Eishockey-Freunde, liebe Fans der Tölzer Löwen, liebe Freunde der Tölzer Löwen, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach unserem heutigen Punktspiel in der Oberliga Süd zwischen den Tölzer Löwen und dem EV Regensburg. Ich begrüße hier wie immer die beiden Trainer, zu meiner Rechten den Herr Solak vom EV Regensburg und den Flocken Funk von unseren Löwen. Ja, ein Déjà-vu, wenn wir das letzte Mal da gesessen sind, war es auch ein 3:5, auch mit dem Empty-Net-Goal. Leider haben wir wieder verloren. Schauen wir, wie die beiden Trainer das Spiel gesehen haben. Leon, deine Meinung bitte. Guten Abend. Wir haben das Spiel ziemlich nervös und nicht so gut angefangen. Die ersten 5 Minuten, 6 Minuten waren wir nicht richtig da, aber zum Schluss des Drittels, da hatten wir ein paar Chancen und die 2 Tore geschossen. Was mich sehr ärgert, ist das zweite Drittel, dass wir da rauskommen und statt dass man sich da dran hält, was vorgegeben wird, auf einmal meint jeder, dass der Eishockey spielen kann und versuchen kann, immer mit der Scheibe zurück ins Drittel. Die ersten beiden Tore haben wir so bekommen, dass wir dreimal die Scheibe auf den Schläger haben und bringen die Scheibe nicht raus. Und das hat mich sehr geärgert und darüber werden wir noch reden. Und dass wir das Spiel noch umgedreht haben und das glückliche Tor geschossen haben. Am letzten Sonntag in der Insel habe ich gesagt, weil wir da die 60 Minuten die bessere Mannschaft waren, mehr Chancen hatten, aber kein bisschen Glück. Da habe ich gesagt, irgendwann dreht sich das und heute hatten wir das Glück. Danke. Ja, vielen Dank. Herr Flocker, ich glaube, du konntest deine Meinung fast vom letzten Sonntag wieder auspacken und du hast von individuellen Fehlern in der Defensive gesprochen. Das ist dann leider wieder passiert. Deine Meinung zum Spiel, bitte. Ja, servus, Bernhard. Gut, also wir sind bis jetzt ziemlich entspannt, muss ich sagen. Weil im Endeffekt rein vom Spiel her waren wir jetzt nicht so besonders schlecht heute. Wir haben sogar phasenweise das ganz gut im Griff gehabt. Dass man zur Zeit, also immer so unter 10 Minuten Verschluss haben, beim unentschiedenen Fehler machen, dass man das entscheidende Tor im Endeffekt kriegen. Gut, das ist halt mal so. Das macht jetzt mal ein anderer an. Ja, wieder gleich, weil der ist auch gut, du spielst nicht mehr. Aber das hilft ja nichts, macht beim nächsten Spiel der nächste. Dass das halt dafür passiert ist, weil die dürfen auch mal einen Fehler machen, bei der ist es dann immer gleich ein Tor, wenn sie einen Fehler macht. Aber die macht sonst die Sache sehr, sehr gut. Aber das Problem ist halt, ich weiß nicht, vielleicht braucht man mit 2 Tore Vorsprung oder so, 10 Minuten Verschluss, dass man das irgendwie überzieht. Im Augenblick spielt man gut, verlieren am Schluss. Aber wie gesagt, wie der Jo gesagt hat, das wird sich irgendwann melden, da spielt man vielleicht nicht ganz so gut und gewinnen am Schluss. Und die Saison ist noch ziemlich lang. Ich hoffe, dass ein paar Spieler irgendwann auch wieder spielen bei uns. Und dann, wenn wir wieder ein bisschen mehr sind, dann wird es schon. Der Ansatz passt ja. Die meisten machen eine Arbeit da draußen und versuchen alles. Man kann einen Vorwurf machen, es macht dann niemand einen Fehler mit Absicht. Geht raus zumindest. Aber wenn wir die noch ein bisschen weniger hinbringen, dass wir weniger Fehler machen in entscheidenden Phasen, also so leichte Tore hergeben, dann mehr oder weniger schon wieder. Bleiben wir locker. Okay. Ja, danke, Flocker. Die Presse, gibt es irgendwelche Fragen? Kopfschütteln? Hans, hast du eine Frage? Vorher meine zu sein. Wenn ich richtig geschaut habe, dann waren halt relativ viele Strafzeiten, aber nicht ein einziges Überzahlspiel. Was kann man denn da, um die vielen Strafzeiten doch einmal zu minimieren? Da können wir ziemlich wenig da, weil wir aggressiv spielen, kriegen wir ab und zu eine. Lernen wir nicht mehr eine Strafzeit, bevor wir rumlaufen, wie so Brotwürst und gar nichts lernen. Also, ich nehme gerne mal eine Strafzeit länger am Check, so wie gar nichts, die Wahnsinn, was mir nicht gefällt, ist und halten, haben wir heute nicht gemacht. Und das gehört aber dazu, also ohne Strafzeiten, bei Meiser geht jetzt ja gar nichts. Also, ich weiß nicht, ob man zuschaut, wenn in 60 Minuten keiner mal was tut, dann, vor allem, wenn man gegen den nicht kann, man was lernen, dann spielen sie uns bloß sauber her. Und das können wir auch nicht zulassen. Da muss man halt mal ab und zu eine Strafzeit nehmen. Wir müssen vielleicht noch mehr lachen, damit der Gegner vielleicht uns auch mal fallen muss. Aber also, so viel haben wir es nicht gehabt. Ich glaube, wir waren 4-mal Unterzahl. Meistens hat der Ball den ausgeschickt, wenn was war. Ist auch okay. Aber war nichts Schlimmes dabei, wo ich gesagt habe, extrem dummes Foul halt.
Es fehlen ja seit geraumer Zeit ein paar Spieler. Wie schaut es mit den Verletzten aus? Für die nächsten Spiele, für den Sonntag vielleicht? Ja, für den Sonntag schaut es ziemlich schlecht aus. Die Kranken bleiben krank, die Verletzten bleiben verletzt und der Janik wird scheint sich mal nicht spielen. Aber das ist auch wurscht, wenn wir mit 15 hinfahren, wir fahren da hin und 60 Minuten geben wir alles und wenn es dann ausgeht, geht es aus. Und wenn es gut für uns ausgeht, sind wir zufrieden und wenn es nicht gut für uns ausgeht, dann fahren wir halt wieder an und schauen wir jetzt im Endeffekt. Aber es hält ja nichts, bleibt so, machen wir. Also dann hofft man, dass am Sonntag im Bus hoch zum Template schaut. Die Rückfahrt geht dann aus Selb, da spielen wir nämlich am Sonntag, am Freitag drauf dann in Weiden. Und am kommenden Sonntag geht es weiter hier in der Halle gegen die HC Freiburg. Wünschen wir das Beste und euch eine gute Nachhausefahrt. Wir sehen uns demnächst wieder. Euch alle ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Sonntag dann hier in der Halle. Also ein schönes Wochenende, fährt euch, servus.